Ezret, am Ende 4:1, viel zu hoch, denke ich nicht. Viel zu hoch das Resultat. Wie hast du das Spiel gesehen heute? Für mich war das einfach, eigentlich bis zum 3:1 ein offenes Spiel. Für uns war eigentlich klar, dass Wolfsburg sich sehr, sehr viele Spielanteile haben wird. Wir wollten unsere Chance nutzen, wir hatten sehr, sehr viele Chancen. Deswegen war es auch super bitter, dass wir eine riesige Chance zum 2:1 hatten und im Gegenzug eigentlich, ich glaube, 20 Sekunden später das 2:1 für Wolfsburg irgendwie in Kauf nehmen mussten. Der 1:0 war natürlich viel zu früh, da muss man direkt hinterherlaufen, das macht es schwierig. Ja, das war eigentlich auch unser Ziel, dass es lange 0:0 steht. Das war dann natürlich so ein bisschen über den Haufen geworfen nach dem 1:0 für Wolfsburg. Aber für uns war egal, was passiert, dass wir trotzdem an unseren Plan glauben. Und deswegen fand ich auch, dass es ein super Zeitpunkt war für unser Tor zum 1:1. Und dann sind wir in die Halbzeit gegangen und waren uns auch sicher, okay, jetzt sollte schnell kein Tor passieren. Und wir hatten so viele Chancen, wir kriegen unsere Chance und dann holen wir das Ding nach Hause. Deswegen sind wir alle maßlos enttäuscht jetzt. Und dann den fast 2:2 von dir. Das war natürlich eine tolle Parade von Merle Froms. Ja, ich hätte vielleicht einfach ein bisschen schneller abschließen müssen. Der war abgefälscht. Ich habe kurz noch gedacht, er geht rein, aber Merle hat ihn sehr, sehr gut gehalten. Lass uns positiv enden, wenn ich die Fans von Freiburg sehe. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das ganze Spiel euch unterstützt haben. Ja, wir sind auch richtig stolz, ein Teil von diesem Verein, von unseren Fans zu sein. Wir sind super dankbar. Die haben uns eigentlich das ganze Jahr sehr, sehr gut oder sehr engagiert unterstützt. Deswegen sind wir auch traurig, dass wir ihnen den Pokal nicht schenken konnten und sind natürlich motiviert, dass wir diese Geschichte irgendwie noch zum Guten wenden können und hoffen natürlich nächstes Jahr wieder hier sein zu können und den Pokal damit unseren Fans feiern zu dürfen. Und nur noch 2 Spiele, wo noch eins mal gegen Wolfsburg ist, aber das sind 2, lass mal sagen, Galaspiele, um die Saison zu enden. Ja, wir haben aktuell eine sehr, sehr schwere Phase in der Liga. Wir wollen trotzdem noch mit 2 Siegen die Saison beenden, weil wir unsere super Hinrunde durch eine katastrophale Rückrunde kaputt gemacht haben. Aber wir hätten natürlich lieber heute gewonnen. Ja, natürlich verstehe ich. Aber trotzdem genieße die Fans, das ist sehr schön. Ja, danke. Danke. Ich habe noch eine Frage und zwar, Entschuldigung, war das ja das erste Spiel mit VR und am Ende gab es ja auch eine Entscheidung vom Referee. Wie empfindest du das? Ja, grundsätzlich wird das Spiel, glaube ich, einfach ein bisschen fairer und so wie ich jetzt gehört habe, war es ein Handspiel. Ich glaube, sie hat sich auch nochmal angeschaut. Ist natürlich bitter für uns gewesen, weil das dann der K.O. einfach war. Aber ich fand eigentlich, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat und war sicherlich kein Nachteil für uns. Vielen Dank. Danke.